Ja, moin miteinander. Ja, Leute, wir sind spät dran. Die Uhr ist auch schon kurz vor 9. Genau. Und ja, heute mal kein Knubbel, heute mal kein Onimog. Heute ist mal wieder der D30 dran. Ja, wenn man viel Geraffel hat, muss man noch irgendwie viel instand halten. Und der D30, der jetzt gerade am Holz läuft, ja, hat jetzt hier den Auspuff geschmissen. Ja, wie man hier sieht, ist richtig durchgeschossen. Hier kann man mit dem Finger reinpacken, das Rohr ist komplett durch. Ja, da müssen wir mal ein neues reinäumeln. Das wird hier eigentlich auch echt nur eine fixe Reparatur. Das wird nichts Professionelles. Der ganze Auspuff ist ja nicht original. Ja, Problem. Ich habe, wenn ich Trecker-Track fahre, jetzt nehme ich hier die dünnen Räder drauf. Wenn ich jetzt die Breiten drauf habe, stehen die Räder irgendwo hier vorne, hier. Und fahre ich ein kurzes Rohr. Normalerweise ist das länger, geht hier rum und ist hier noch befestigt. Ja, jetzt tritt man da ab und zu mal rauf und dreht diesen Auspuff hier. So, hier. Und dann bricht er da irgendwann ab. Ja, so ist das. Ne? Da ist er durch. Jetzt wollen wir mal gucken, die Vorbesitzer irgendwann vor irgendeiner Zeit haben hier die Flanschplatte, da haben sie die Schrauben angeschweißt. Dann wollen wir mal gucken, wie wir die raussägen. Und ja, da muss das hier irgendwie heute hingeforscht werden. Der D30 ist nicht für einen Schönheitswettbewerb gemacht und der ist auch nicht für irgendein Oldtimer-Treffen gebaut. Dafür ist er nicht da. Ja, da muss effektiv laufen und das irgendwie zuverlässig. Im Sommer hängt er vor der Kette am Bremswagen, da wird er dann richtig vergewaltigt. Ja, und im Winter muss er halt Holz machen. Ne? Genau. Ja, dann werden wir mal gucken, dass wir das Rohr abkriegen. Und dann müssen wir da mal irgendwas zwischenbrutzen. Ich weiß gar nicht, was ich noch an Rohren habe. Ich habe hier noch so einen alten Auspuff liegen, der am Knubbel dran war. Ansonsten habe ich nur Edelstahl da. Ansonsten Rohre, boah. Mal gucken, was wir noch haben. Ja, man hat ja wohl immer so ein bisschen was stehen. Viel Edelstahl. Das versuche ich irgendwie zu vermeiden. Ja, der Edelstahl dran zu braten, weil Schwarz-Weiß-Verbindung und Vibration hält meist nicht so wirklich lange. Diese Chrom-Nickel-Verbindung mit dem normalen Stahlgefüge vom Rost brauchen wir nicht reden. Ja, das ist, wenn man so eine Materialien, ich sag mal Edelstahl und Stahl verschweißt, rostet es noch schneller. Das ist eine Kerbspaltkorrosion. Da gibt es immer unterschiedliche Materialien, die miteinander agieren und reagieren. Und Edelstahl und Stahl ist zum Beispiel eines davon. Genau, dementsprechend soll da eigentlich normaler Stahl rein. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir jetzt anfangen. Frontlader muss nachher wahrscheinlich eh noch ab. Auch der ist im Wald nur im Weg. Der hängt nur in den Bäumen, man kommt kaum rum. Das ist ja bei so einem Trecker hier wirklich, da die ja kurz gebaut sind und hier bei uns im flachen Land. Ja, mehr Leistung brauchst du da nicht, ne? Wir brauchen ja keine Polterwinde und oder Polterschilder und irgendwelche Winden. Das geht hier einfach direkt im Wald, dann laden wir es auf und fahren wieder nach Hause. Sehr unspektakulär. Vielleicht sehen wir da dies Jahr nochmal einen Teil von. Genau. So, ihr Leute, ihr auf Stativ, denke ich mal. Und dann müssen wir mal anfangen, ne? Also Leute, Fixreparatur und hat nichts mit professioneller Instandhaltung zu tun. Ja, wollte ich nur vorab sagen. Das ist das Rohr, was ich meinte. Das kommt hier normalerweise ran. Das werde ich jetzt nochmal ranschrauben, dass wir hier die Position kriegen, weil der Auspuff muss ja wesentlich dichter ran. Wenn wir jetzt vorne das Rohr reparieren, passt es hinten wieder nicht. Das werde ich hier, glaube ich, erstmal anbauen und den so hinbiegen, dass es passt. Ja, war eigentlich nicht geplant, der Kram. Aber was willst du machen, ne? Wenn du einen Trecker brauchst. Daher. Ah. Ja, es ist alles so lose. Also gleich habe ich ihn in der Hand. Ja. Wie gesagt, bei dem Trecker hier muss es nicht original sein. Es muss einfach nur funktionieren. Und ja, muss kein Schönheitswettbewerb gewinnen. Nur was nützt es? Ja, es sieht, hört sich blöd an, die Karre verölt immer mehr da vorne. Der ganze Rotz, der ganze Dreck. Ja, ist nicht so geil, ne?
ich glaube, den Auspump muss ich eh mal neu machen. Also das, ich glaube, der macht auch nicht mehr lange. Ja. Schön ist das auch nicht mehr. Vielleicht nehmen wir nochmal komplett ab, machen den nochmal einmal schwarz. Mal sehen. Ich werde das hier erstmal jetzt rantüdeln. Und dann bauen wir vorne mal ab. Ja, aus dem Hitzeschutzband. Da kam mal die Frage, ja, warum rödelt man da so einen Scheiß ran? Nun ja, wenn man den Fusch der Vorbesitzer ein bisschen verstecken will, baut man sich da sowas ran. Das sah nämlich noch nie so richtig geil aus. Und seitdem ich diesen Dolz habe, das sind ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre. Ja, man steckt halt nicht überall mega viel Arbeit rein. Und manchmal muss man sich das halt einfach mal hinfuschen. Na, das gehört dazu. Und das kann man auch immer so ein bisschen, ja, totschweigen. Also Menschen, die schrauben, die fuschen. Und wer das abstreitet, ich glaube, der lügt. Also immer alles 1000%, das geht gar nicht. Ja, das, ja. Oh, schon, heieiei. Also auf kurz oder lang muss ja auf alle Fälle was Neues ran. Das Ding ist echt durch. Ah, ist nicht so geil. Echt nicht. Natürlich verstärkt man den Rost auch durch dieses Hitzeschutzband. Weil die Feuchtigkeit sitzt da unter. Das Rohr fängt an zu rosten. Ja, dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Oh, verdammt, ey. Guckt euch das mal an hier. Guck mal, hier, komplett abgerissen. Ja, heieiei. Hei. Ja, die haben sich ja schon ganz schnell zusammengefrickelt. Mit irgendwelchen Überwürfen und Co. Da müssen wir sehen, ob wir da mal eine Abgasanlage komplett neu bauen. Ja, das wird jetzt nicht heute und nicht morgen passieren. Aber ich denke, ich werde da nicht drum rumkommen. Ja, hier ist... Siehst du, komplett ab, der Scheiß. So, müssen wir gucken, ob wir den hier abtrennen, wenn er hier noch kernig ist. Hier aufmachen, anzeichnen, absägen. Ja, dann wollte ich dann eigentlich hier so die Richtung absägen. Und da ich hier noch so ein Stück Rohr liegen habe, das haben die mal am Knubbel dran gehabt. Ja, hier irgendwie so die Richtung hier, das wollte ich hier wohl irgendwie rausschneiden. Na, ich sag mal, eine Flanschplatte hätten wir zur Not auch noch, wenn sie kaputt ist. Aber das musste irgendwie zwischengeeimert werden. Ja, fuschen und improvisieren gehört manchmal dazu, Leute. verdammt, ey. Ja, Leute, das ist wirklich Fusch in der Endphase und es ist überhaupt nicht meins, so ein Kram da jetzt hinzufuschen. Das ist Fusch in der Endklasse, wirklich. Ja, nützt nichts, man hat gerade nichts da, man hat Zeitdruck, man muss nachher wieder zur Arbeit. Die Karre muss laufen, der muss laufen, wie man vielleicht im Hintergrund hört, wird auch schon wieder Holz gesägt hier. Oh, ja, es gibt nicht viel, was man hier großartig retten kann. Das Rohr ist so dünn, ich kann ja mal den Pfad mal runternehmen. Das Rohr ist so dünn, man kriegt das eigentlich gar nicht mehr zusammengeschweißt. Ich werde es von den Krümmer oder die Flanschplatte abnehmen, dann werden wir den hier an dieser Schelle irgendwie bündig schneiden, dass ich hier so ein bisschen Fleisch an der Schelle habe. So, und hier haben sie auch schon mal irgendwas raufgeflickt. Da muss ich mal gucken, ob ich hier ein bisschen was kriege. Dann sägen wir den hier ab. Das machen wir ein bisschen sauber, setzen da so eine Art Rohrmuffe rüber und dann wird das wieder zusammengebraten. Aber da müssen wir auf alle Fälle bei. Da müssen wir bei. Da muss ein neuer Pott gebaut werden oder ein neues Rohr. Ja, kann man kaufen. Ja, kann man alles kaufen, natürlich. Ist aber ein paar Rohre, da gebe ich keine 200 Euro für aus. Ja, hier muss ich mal gucken. Hier haben die auch alles gegeben. Ich glaube, die eine Schraube hier, die untere, die haben sie mal festgebraten. Ja, mal sehen, ob wir mit der Flex hier ran müssen, hier so ein bisschen Lappen reinlegen. Oh Mann, ey. Ja, so ist das, Leute, so ist das. Tja, ob sich hier noch was bewegt. Alter Schwede.
Ich glaube, die wurden vor... Also ich kann sein, dass die Dinosaurier noch gelebt haben, wo die hier angezogen wurden. Und solange sie losgehen, ist das mal alles gut. Weil es ist halt ein Auspuff, ne? Es ist ein Auspuff. Kümmert sich kein Mensch drum. Ja, muss dicht sein, muss irgendwie die Abgase wegkriegen. Im Idealfall noch ein bisschen schwarz vor sich hin räuchern. Der Rest ist egal. Aber wenn du ran musst, Auspuff ist immer echt bescheiden. Also ob es beim Auto ist, bei den alten Gurken, wenn du einen Auspuff machst. Auspuff ist immer undankbar, echt. Aber scheinbar kommen sie noch. Ich glaube, die Abgasdichtung brauche ich auch kein zweites Mal nehmen. Aber die vom Knubbel müsste eigentlich passen. Da habe ich eine liegen. Müsste eigentlich die gleiche sein. Ja, dann werden wir zeitnah, werde ich mal Rohr bestellen, ein paar Rohrbögen und dann werden wir mal einen neuen bauen. Ich denke mal wieder aus Stahl, vielleicht aus Edelstahl, ich weiß es noch nicht. Edelstahl bin ich eigentlich gar nicht so der große Fan von. Aber wenn das alles schwarz lackiert wird, ein bisschen mit Hitzeschutzband, dann ist das eigentlich immer, dann ist das eigentlich okay. Und das hier, es geht doch besser als erwartet. Auf so einen Krümmer sollte man eigentlich gar nicht so drauf rumkloppen. Alleine wegen der Verbindung am Kopf. Ihr könnt die Mutter ein Stück drinnen lassen. Und dann mal ein bisschen einen kleinen Schlag auf die Schrauben geben. Damit löst man sehr oft diese Flanschplatte. Also wie das aussieht. Ist schon ganz schön fest. Also doch hier mit dem Schraubendreher zwischen und den auseinanderhebeln. Das ist... Der ist auch festgegammelt. Ja, die Realität ist weitaus schlimmer als vermutet. Und es soll keinerlei Anleitung sein, wie man sowas macht. Überhaupt nicht. Es ist einfach mal ein Zeigen, was die Realität ist. Ja, die Realität ist oft genauso. Und wir haben... Oder ich dachte, gut, machst du da einen Verbindungsmuffel rein. Die Platte ist komplett festgegammelt. Die obere Schraube kriege ich wohl ein bisschen bewegt. Die untere ist komplett hier im Schaft festgegammelt. Da bewegt sich gar nichts. Ich will es jetzt auch nicht komplett kaputt kloppen, dass ich die Mutter noch angezogen kriege. Ja, das ganze Rohr ist schon so instabil und weich. Wenn ich den vorne bewege, merke ich hier, wie das Material weicht. So dünn ist es mittlerweile. Ja, ich kriege jetzt das Rohr hier nicht raus. Auch hier sind schon überall Löcher drin. Hier sind schon kleine Löcher drin. Das Rohr ist wirklich, wirklich durch. Ja, was macht man da jetzt? Ja, so geht's nicht. Wir brauchen ihn. Ich kriege jetzt auch nicht mal eben Fixersatz. Und ja, jetzt versuche ich hier einfach mit der Flex oder mit der Reziprosäge hier einen bündigen Schnitt reinzukriegen. Um hier eine Hülse anzuheften. Es wird nicht dicht werden, das weiß ich jetzt schon. Es wird vor sich hin püffeln. Hier werde ich ihn irgendwie bündig sägen, dass ich hier auf das Material komme, um die Hülse rüber zu schieben. Das wird ein paar Mal angeheftet. Ja, das muss irgendwie 3-4 Touren muss das halten. Ja, dann ist das so. Ja, gefällt mir selbst auch nicht. Aber... Wenn man keine Zeit hat, hat man keine Zeit. Da muss man manches halt einfach mal hinfuschen. Ne? Ja, und was immer oft gezeigt wird im Netz, die heile Welt, auch bei Insta, wie toll das doch immer alles ist und plüschig. Und ja, da geht jede Schraube sofort los und jede Platte fällt förmlich in die Hände, wenn man sie anguckt. Das ist nicht so. Nein, das ist nicht so. Und sowas gehört dahin und das gehört dazu. Und sowas soll man auch nicht schön schneiden und schön reden. Sowas ist einfach Mist. Ja, es macht keinen Spaß. Und ich sag mal, jetzt neun anbauen, das wäre wesentlich einfacher, als sowas hier hinzuflickeln. Ist halt so. Ja, ich muss mal gucken. Die Uhr ist jetzt 9:55. Ich habe jetzt noch genau 1,5 Stunden und dann muss ich zur Arbeit, Leute. Ja, auch das ist das Leben. Ach Leute,
Ja, ich bin sehr stolz auf meine Arbeit, die ich hier geleistet habe. ja, es ist schön, oder? Guckt euch das mal an. Das ist so ein Träumchen. Also wir brauchen über Dicht brauchen wir hier nicht mehr reden. Ja? Über Dicht brauchen wir nicht reden. Das ganze Rohr hier, überall sind Löcher drin. Der wird aus allen Ecken pfeifen. Und hier unten in diesem Trichter, da kann ich mit dem Finger reinfassen. Ich habe jetzt einfach ein Rohr aufgeschnitten, habe das darüber geprügelt, habe das ein bisschen angebraten. Ja, so ist es. Ja, auch hier die Befestigung hier vorne. Oh, ist das geil, oder? Also formschöne Drehteile. Ja, aber er fällt nicht ab. Ja, er ist dran. Er wird aus allen Poren pfeifen. Ja. Und sich wahrscheinlich anhören wie ein Trecker. Ja, was soll man dazu sagen? Ja. Oh Gott, ey, es ist so schlecht. Leute, es ist so schlecht. Aber das ist real. Ja, das ist real. Und jeder, der Holz macht oder der wirklich einen Trecker braucht oder ein Fahrzeug braucht oder eine stehende Anlage hat oder in der Industrie arbeitet, wo stehende Anlagen einfach kein Geld verdienen. Ich bin da in der Lebensmittelindustrie und wenn da eine Anlage steht, ist das vollkommen egal, wie wir es reparieren. Es muss halt einfach nur zügig gehen. Ja, es gibt keine Pausetaste. Und eine stehende Anlage heißt meistens Ausschuss und Havarie. Das heißt, man schmeißt weg. Und da es sich um ein Lebensmittel handelt, ist es vollkommen egal, wie man es macht. Es muss laufen. Und so ist das manchmal an so Fahrzeugen auch. Wer von euch Fernsehen guckt, ja, den guten Mann, der einen ganz großen Hof hat mit LKWs und Fahrzeugen des amerikanischen Militärs. Man hat so von ihm die Folgen gesehen, wenn er irgendwas kauft, irgendwo in irgendwelchen Ländern und will das nach Hause holen. Es ist vollkommen egal, wie er es macht. Es muss einfach nur funktionieren in dem Moment. Das ist keine Schönheit. Das ist keine Anleitung und das ist keine Vorbildsfunktion. Das ist einfach nur Realität, wie man sich aus nichts irgendwas hinfuscht. Genau. Und es ist natürlich mal der Zeitfaktor. Zeitfaktor jetzt aktuell 11:15. Ja, die Karre muss jetzt hier raus. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen aufräumen. Ja, Schweißgerät, das liegt ja alles rum. Und dann, also der Pott selbst, ich finde diese Konstruktion finde ich eigentlich ganz geil. Man kann es halt noch mal ein bisschen schön machen, ein bisschen schwarz machen. Auch mit dem Rohr hier, dann hat man gleich so ein bisschen Aufstieg hier. Das ist mal ganz nett. Das passt hier natürlich nicht mehr von der Höhe, weil hier vorne eigentlich gar nichts mehr passt. Selbst hätte ich dieses hier wunderschön gemacht, wäre da oben unnötig gewesen. Ich kriege die Platte nicht los. Das ganze Rohr, wenn ich es hier bewege, bewegt sich hier in sich. Es weicht. Es ist kaputt, es ist verschlissen. Und da kann man sich jetzt so viel Mühe geben, wie man will. Ja, wenn die Suppe versalzen ist, ist es versalzen. Ja, da kann man so viel Pfeffer ranmachen und Zucker, wie man will. Versalzen ist versalzen und anders ist das hier auch nicht. Genau, auch das gehört dazu. In so einem Schrauberblock. Ja, es ist nicht immer alles Perfektion und es ist nicht immer alles schöne heile Welt. Es ist auch mal ein bisschen, ja, sowas hier. Hinfuschen auf höchstem Level. Den Frontlader kriege ich heute nicht mal mehr ab, da habe ich gar keine Zeit mehr für. Ja, und dann werden wir das mal selber bauen. Das hier zum Beispiel ist ja, wie gesagt, mein Endstück für einen Trecker-Track. Das ist halt auch Edelstahl. Und das läuft auch irgendwann an. Ich denke mal, so diesen Rohrdurchmesser, das müsste hier irgendwie so 45 sein. Das müsste ja nicht ganz gut hinkommen. Vielleicht eine Nummer dünner. Ich muss mal gucken, was ich noch an Material habe. Ich habe eigentlich Rohrbögen liegen ohne Ende. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Ansonsten bestelle ich welche, ob Stahl oder Edelstahl, das weiß ich noch nicht. Und dann bauen wir da schön schicki was Neues ran. Mal gucken, ob ich langgezogene Rohrbögen finde. Ich weiß es noch nicht, muss ich mal gucken. Auf alle Fälle muss er hier komplett neu, das heißt hier mit der Flex einmal runter, die Schraubenkappe abschneiden, die rauskloppen. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt jetzt. Na, ob ich hier einen Langbogen nehme oder... Ich weiß es noch nicht. Ja, hier der ganze Rost, der ganze Kram, der jetzt liegt. Ja, Leute, so ist das. Ja, und nicht anders. Und der Klopfer,
Ja, auch da geht's weiter. Auch hier mit dem Auspuff. Irgendwer hat geschrieben, am besten Kortenstahl nehmen. Und den dann schwarz lackieren. Ja, ja, Kortenstahl ist geil. Ja, ist geil. Das ist ja nur ein Stahl, der irgendwann eine Party hineinnimmt. Das ist, sieht ungefähr so aus wie hier. Und dann verweilt der da und rostet nicht weiter. Kostet Schweinegeld. Und das musst du erstmal kriegen in der Ware, das heißt in Blechform, in Rohrform. Und da kann ich mir das Ding aus Titan noch fräsen lassen eigentlich. Ja, das war der totale Fuschtag heute. Ja, ich will das noch ein bisschen aufräumen. Fahre den Kasten wieder raus, dass der Unimog wieder reinkommt. Und dann geht's wieder zur Arbeit. Leute, ein Einblick, wie es mal laufen kann. Man kann nicht immer vieles beschicken, man kann nicht immer vieles reißen und alles 100% machen. Und sollten jetzt Leute denken, so, was für ein Fusch? Genau, es ist Fusch. Ja, es ist Fusch und nichts anderes, aber es erfüllt in diesem Moment seinen Zweck. Genau. Leute, habt euch wohl, habt einen schönen Tag, wir sehen uns. Und ich denke, nächstes Mal wird die Qualität auch wieder höher sein, dass wir nicht so einen Scheiß jetzt zusammen beraten. Bis dann.